Ja, damit ein allerherzliches Willkommen hier zum Stream an der Nine Squad. Wir spielen Train Driver 2 und zwar als Fahrdienstleiter. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Ich habe die Station ein bisschen aufgewärmt, aber es fehlt momentan noch an Fahrplänen. Und ihr seht gleich eine kleine Erneuerung. Links unten im Stream seht ihr die Ankünfte. Aber da seht ihr auch nur die Ankünfte von Zügen, die auch hier einen Personenhalt haben. Güterzüge oder Expresszüge, die bei uns einfach durchfahren, die werden da leider nicht angezeigt. Aber trotzdem, ich fand es eigentlich eine nette, schöne Sache. Also habe ich es mal eingeblendet. Und ja, Sobibor ist eine schöne Station. Wir haben hier diverse Abstellgleise am Anfang. Ich hoffe, man sieht den Mauszeiger. Bin mir gerade nicht sicher. Insgesamt 1, 2, 3 Abstellgleise, wo wir Züge parken können. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Gleise, wo die Züge auch halten können, wenn sie dann einen Personenhalt haben. Und dann geht es weiter hier auf die linke Seite. Also nur zur Visualisierung. Wir haben hier einen Bahnübergang, wir haben da einen Bahnübergang. Und das Stück da links oben geht da rechts unten weiter und da links rein. Ja, planmäßige Ankunft für den nächsten Zug ist 21.47 Uhr. Aber ich hoffe, es kommt davor noch mal kurz was. Und lasst mich bitte im Chat wissen, falls die Musik im Hintergrund zu laut sein sollte. Die drehe ich gerne ein bisschen runter, wobei ich kann sie mal proaktiv mal ein bisschen weiter nach unten drehen. Und nachdem wir ja jetzt erstmal ein bisschen Zeit haben, können wir uns die Station hier mal ein bisschen anschauen. Und ich werde dann auch die Spawns aufmachen. Falls dann jemand Lust hat, hier mal einen Zug zu fahren in Train Driver 2. Ja, das ist die Hauptstation Sobibor. In dem Bahnhofsgebäude. Eben hier die drei Gleise. Da haben wir auch jemanden, der sich tierisch freut, wenn ein Zug hier vorbeifahrt. Und da hinten ist der Bahnübergang. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die hintere Seite, aber da werden wir mal ganz kurz einen Hack machen. Deswegen jetzt das Stellwerk hier oben, also rein theoretisch. Das könnt ihr ignorieren, das ist nur ein Asset. Aber da mal einen Blick hier auf den Bahnhof und nach hinten auf die Abstellgleise. Genau in diese Richtung werden wir jetzt einmal gehen. Wo ich unser Wohncontainer. Narven vom Weltbahnhof Saal. Schauen wir doch mal, was uns da hinten so erwartet. Also rein von der Besetztmeldung. Wir haben da unten Gleise, die sind nicht elektrifiziert. Und dann haben wir hier noch den Anschluss Tartak. Schauen wir mal, was da hinten so ist. So, das hier ist das Spawn-Gleis, das vorletzte Gleis hier. Und das hier ist das nicht elektrifizierte Gleis. Speedtrans, Transport, Speedy, jetzt irgendwas. Also ein Holzzug wäre ja nicht schlecht, wenn er mal reinfahren würde. Also Sobibor habe ich jetzt schon einige Male gemacht. Ich hatte bis jetzt noch keine SM42, die auf dieses Gleis gefahren ist. Aber falls ihr jetzt auf die Idee kommt, ihr wollt jetzt eine SM42 mit einem Holzzug machen oder Kohle in diesem Fall, kommt noch rein. So, und da hinten müsste eigentlich dieser eine komische Anschluss sein, den ich gesehen habe. Aber Lion Squad, bitte mal kurz Funkcheck. Passt die Musik so? Muss die leiser, muss die lauter? Je nachdem. Da stehen sogar zwei Wagen zum Abholen. Was man möchte. Moment, ist das das eine Anschluss? Nee, oder? Nee, das ist das 101 da unten. Okay. So, da kann man ein bisschen Spaß haben hier. Das heißt, da hinten muss der Anschluss sein. Irgendwo.
Ah, vielleicht mal kurz ein kleiner Weichencheck. Mal schauen, dass man es auch sieht. Ja, funktioniert. Und da ist dieser Anschluss. Mal schauen, wo der hingeht. Habe ich mir noch nie im Detail angesehen. Aber so wie die Balken aussehen, ist das Spiel eh lauter mit dem Gehen als mit der Musik. Kleiner Bahnübergang mit Stopp. Steht auch ein Mercedes. Moin. Da hinten hat es einen kleinen Spielplatz. I see. Steht auch ein bisschen was rum. Oh, leere Wagen. Kann ich drauf? Nö. Aber der hier ist beladen. Also rein theoretisch könnte man hier mit einer SM42 spawnen, sich die Wagen schnappen und wegfahren. Aber dann wissen wir das jetzt auch, was hier hinten ist. So, ich muss mal in SWDR gucken. Da wird wieder rumgeschrieben. Aber betrifft mich eh nicht. Und der nächste Zug ist eh für 21.47 Uhr geplant. Jetzt da hinten weiter? Nee. Gut. Signal E. Spawn für alle. E ist da. Würde ich sagen, machen wir mal auf. Also, wenn jetzt jemand rein will, einfach nur sagen. Ich glaube, ich mache die Weichen schon mal so, dass man hier andocken kann. Die passt eh auch schon. Da fährt man gerade direkt da rein. Halle vom Bahnhof zu Hause auf dem Essen. Geht auch nicht zu 18, frag für einen Freund. Wenn du nicht zu 18 hast, ja damit. Ah, da vorne ist dein Gleiser. Oder die Gleissperre. Wie auch immer man das nennen möchte. Ich nenne es ein Gleiser. Nachdem sich rauslupft, wenn du da drüber fährst. Ich mag nicht, wie du da stehst. Besser. Andererseits. Können wir das nochmal anders machen, bitte? Mal nach unten gehen. Ach, das ist ein Paar. Das heißt, wenn ich den hier mache, ja, dann geht auch der mit. Alles klar. Ja klar, es ist gerade, ich muss auf meinen Zug warten. Wie sieht es eigentlich aus? Ah, nochmal kurz dahin gehen. Mal ganz kurz mit den Weichen spielen. I see. Okay. Ja, im Falle der Fälle, sonst da hinten reinfahren, kommt dann eh nicht weit. Ich gehe jetzt mal nicht auf dem Gleis, weil wenn da was bauen, dann habe ich ein Problem. Stichwort Fahrplan. Nächster Zug 21.54. Ja, das ist das bisschen Blöde an TD2. Dass man das schlecht vorplanen kann. Wann halt wie was passiert. Gibt es ja auch nichts mehr Interessantes, außer die Straße hier. Ich könnte, denke ich mal, dahinter in den Wald gehen, wenn es denn funktioniert. Aber ich glaube, da wird ganz große Leere sein. Yo.
Nicht detailliert. Warum auch? Weil normalerweise siehst du das ja eh nicht. So, SWDR, was ist los? Ach, die wollte irgendwas von Schermin, nichts von mir. Kann noch ein Zug reinkommen vor 21 Uhr? Ja, ist noch Platz. Also vor 21 Uhr, wir setzen nur einen einzigen Zug drin. Das ist ein Express. Und ich glaube, den müsst ihr sogar sehen in diesem Departure-Fenster. Ich muss das mal gerade mal nachkontrollieren. Nee, der ist noch nicht in diesem Departure-Fenster. Das sollte aber bald mal auftauchen. Der hat seine Abfahrt um 20:26. Kommt aus der Richtung LZ. Ansonsten bei mir sparen und dann gebe ich euch mal einen Fahrplan. Also ich schaue, dass ich heute nur manuelle Fahrpläne mache. Aber SBDR werdet ihr heute im Stream... Was ist das jetzt? Was? Oh? Das ist Klaukowice mit 2025. Kurze Frage, hat man das Schellen jetzt gehört im Stream? Ich gebe mal ein Stellwerk rein. Vorplan, also wie in echt. Der Mangel sollte schon seit 19 Uhr da sein, also naja, mal sehen, was es da sind. Ja, hat man. Sehr gut, dann hat man es gehört. Dann leidet ihr genau gleich wie ich. Man müsste auch dieses Plopp immer wieder von SPDR hören. Das kommt jedes Mal, wenn in SPDR irgendwas geschrieben wird. So, der Zug, der da kommt, das ist der MPE 3246. Aha. Warum hast du drei Nummern? Ne, B braucht doch 5 Nummern. Ich glaube, ich muss noch mal kurz das Stellwerk anfunken. Was ist da los? Was kommt Polnok? Was ist der Piesner Baby drin? Level 14. Weiter ist die MPI von Jets. Schauen wir, was es sagt. Ausfahrt hat er eh noch nicht gegeben. Wobei, das heißt noch nichts. Das kann auch eine SPL sein. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist die Katze. Jetzt hat er mir einfach zugeschrieben PL. Ja, BTF. Aber so, Diebel. So. Polnisch mal zurückgeschrieben. Und seine Antwort ist... Was hat mir, who is it to write it, so not me, da kommt nicht. Alles klar, er sagt, er hat es nicht ausgestellt. Hä, was? Klaukowice. Ah, shit, ich hab den falschen. Ah. Ich hab den falschen Dude angeschrieben. Geil.
So, Klockewitze, komm mal her. 3, 2, 4, 6. Edo hat 6. Nicht 5 Nummern aus. Zugnummer. MPI. So, Klockewitze ist ein Vorrennsleiter mit Level 4. Schande über dich. So, was steht im Chat? Bin ich wieder bei euch? Ja, das Baby kann noch Polnisch. Aber er kann einmal frei Englisch. Er will doch nicht. So, ich glaube, ich gehe mal mit Nico. Da haben wir ja auch noch so einen kleinen Posten hier. Und es ist wirklich klein. Das ist Feld da hinten. Aber nicht viel los. Ich muss mal ganz kurz was testen. Ist es der Bahnübergang da unten, der 147er? Mach dich mal kurz auf. Ja, das ist der da unten. Moin Dieter. So, komm, melde dich mal, ist geöffnet. Komm, geh zu. Dankeschön. Geh doch wieder zu. Ab in unsere Station. 1, 2, 3. Yes! Der MPE wurde angepasst. So, wie schaut es denn eigentlich aus in der Departure-Anzeige? Da haben wir 22:15 den Zug. Jetzt steht nur noch 20:58 da. Finde ich interessant. So, wie bohren wir eigentlich drin? Ich habe eigentlich 1, 2, 3, 4 Züge mit einem PH. Mal ganz kurz neu laden. Sobibor. Ja, das sieht schon besser aus. Gut, ich hoffe, das tut das sich im Hintergrund aktualisieren. Delberg, was machst denn du so? Klockewitze. 1PH, MPE. Und SWDR-Bezug ist beamt. Dann gehen wir dir mal die Einfahrt. Abfahrt 26. Schöne Sache überein mit meiner Anzeige, die ich habe. Ja, das stimmt überein. Ich weiß nicht, also wie findet ihr die Anzeige da links unten? Also diese Departure Board Anzeige. Dass ihr da seht, welche Personenzüge hier abfahren. Ich finde es ja schon ganz nett. Moskauer Polnok 26. Komm, gib Gas, du bist zu spät. Jetzt so gern in SWDR mal so ein Private Chat, wo dass die Fahrer mal wirklich die Stellwerke direkt anschreiben können. Das würde die Arbeit wesentlich entspannter machen. Weil so jedes Mal, wenn es Kling macht, schaust du in den Chat rein. Wie schnell fährst denn du? 32468 fährt momentan mit 104 km/h. Also unterwegs ist er auf jeden Fall.
Soll ich schon mal für Bloskova Polnok blocken? Wie jetzt? Warum löst du... Hä? Was? Warum löst du den Block jetzt auf? Der Zug ist noch überhaupt nicht bei mir. Was ist denn das jetzt? Hä? 3, 2, 4, 6... Der ist angeblich jetzt in Sobibor. Der hat es jetzt nicht in meine Szenerie reingeschafft. Ja, geil. Ja, das ist jetzt super. SBR2 fährt er gerade hin und bremst gerade voll runter. Das ist ein Elki. Shit. Was ist das, dass die manchmal nicht verbinden können? Ja, dann kann ich das ja auch hier wieder zurücknehmen. Dann halt keine Einfahrt für dich. Also, einfach vermutlich schon, aber halt nicht von mir gestellt. Ah, schade. Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv für den Stream. Hätte da jetzt gern einen Zug gehabt, der da aufgetaucht wäre. Der nächste ist geplant von Lublinek aus der gleichen... Es kommen halt alle aus der gleichen Richtung, ne? Das ist alles LZ. Sprich, LZ ist da rechts. Und keiner, der spawnt oder von der anderen Seite kommt. Ah, schade. Ja, doch! Ein WN! 4,55. Departure-Anzeige aktualisiert? Ne, noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich jetzt. Schade. Ah, da kommt der Chat. Also mit Ditzke 4300. Oh, warte mal, das ist ein Zug für mich. 430. Was willst du? On all daddy, Djokovic, Route 3, 25 vom Offline. Ja, wir haben gerade momentan generell so irgendwie so ein Offline-Problem. Gefühlt jeder zweite Zug steht irgendwo im Offline drin. Ich bin in Lisko, because Bistützner hat ein Problem mit SBL. Ja, klar. Wer hat denn von euch eigentlich den Future-Plan von Simulator schon gesehen? Also hier mal, das ist eine Foto gepostet auf dem offiziellen Discord-Server. Und das, was da ja so drin steht, ist ja schon ziemlich geil. Also ich mach's mal ganz kurz auf, damit ich davon vorlesen kann. Announcement, Game Updates, Devlog. Also, sie schreiben mir einerseits, die EN57 kommt dann für Singleplayer, kommen dann die AI-Züge, Safe Game bzw. Checkpoints kommen rein. Ja, wer es braucht, ne? Dann Winter- und Autumn-Effekte, dass man wirklich im Winter oder im Herbst oder so vorumfahren kann. Dann die BR52, die Dampflokomotive. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Neo Signal Boxes, also neue Stellwerke, das ist irgendwie klar. Dann die Strecke zwischen Tunnel und Krakau kommt. Die 408S Güterzüge kommen, Controller Support kommt und ETCS Support kommt. Und in der Warteschleife einerseits rangieren, dann ein Passenger Mode, sprich, dass man einfach mitfahren kann. Dann die Strecke zwischen Katowice und Sitzisko in der 80ern.
Dann Liveries aus den 80ern. Support für den Baitrubber. Finde ich mega geil, nachdem ich ihn selber habe. Generell neue Lackierung für die Lokomotiven. Mechanische Stellwerke. Mehr Singleplayer-Szenarien kommen. Dann kommt das Intercity-Logo auf den EPs rauf. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ich glaube, das waren die EPs. Und Home Cockpit Input Output Support. Keine Ahnung, was sie damit meinen. Kommt das nächste. Also ich gehe mir davon aus, dass du dann hier deinen Custom-Führerstand irgendwie anbinden kannst. Hast du Formsignale und nur die neuen? Ne, das sind hier alle digital. Zumindest hier beim Bahnhof. Das ist hier nicht alt. Hast du gezaubert, warum einfach so viele Züge? Ne, das sind einfach mal aufgetaucht, aber es sind halt immer noch nicht viel. Ich meine, schau dir vor allem die Zeit mal an. Ich muss ja jetzt schon recht lang warten, bis hier mal was passiert. Also der nächste planmäßige, der auch online ist, 2037 aus der Richtung LZ. Na, mal schauen. Aber Angebot steht. Wer es bauen will, soll er machen, dann kriegst du einen Fahrplan. Handgemacht, nicht automatisch generiert. Jetzt kommen sie. Ist aber auch keiner aus der Community. Leider. Es ist aber auch spannend abgezogen hier. Ah, wird schon passen. Warte mal, da hinten ist die andere Vorrichtung. Achso, ja, macht das Sinn. Das muss ja hier wieder starten. Ja, herzlich willkommen als Fallensleiter. Netflix Mode activated. Jetzt hier den gucken. Ach, gibt natürlich überhaupt keinen Copyright Claim. Was macht denn ihr eigentlich so nebenbei als Fahrdienstleiter, sei es jetzt TD2 oder Simray, wenn ihr mal so eine Trockenphase habt? Was tut ihr so nebenbei? Seid ihr wirklich da 100% FTL oder lenkt ihr euch mit irgendwas ab? Schreibt mir das doch mal in den Live-Chat. Für den 37er, also für 2037, dass er ankommen soll. Abfahrt 38, ich habe immer noch keine Blockade. TikTok auf dem Handy. Kann man machen. Nee, dann gebe ich mit dem Handy ab. Also wenn ich ganz für mich zocke, dann bin ich entweder auf meinen Discord-Server, ne? Wer übrigens will. Discord.gg/Bobo-Line. Bin ich immer wieder mit den Jungs unterwegs. Und ansonsten, ja, soll ich eigentlich YouTube gucken? Serien gucken? Oder einen Film gucken? Was mir gerade irgendwie reizt. Aber es muss irgendetwas sein, wo ich jetzt super aufpassen muss. Weil wenn dann halt wieder was passiert, das FTL. Da muss ich mich wieder auf FTL konzentrieren und nicht auf den Film oder Serie gucken. Und 19 Thüringer Videograf. So, Glockenwitze. Na, Lublinek, tu mal blockieren. Ich erwarte einen Zug von dir. Und so wie es aussieht, ist dieser 75874, wird denn da an sich schon anzeigt. Ja, der wird angezeigt. Am Rumrangieren, weil in SPDR sehe ich nur die Lok.
sind wieder die Spezial-Fahrdienstleiter, die Abfahrt in 5 Minuten machen, aber dann halt vergessen, dass so ein Manöver halt 10, 15 Minuten dauern kann. Vor allem, wenn man Verkehr hat. Den Hocker zwar auch beruhigen und wow! Das war halt echt so ein super fällig, ne? Ich hatte so Nachmittag Zeit mit Hogwarts Legacy und hab da einfach mal gezockt und alles hat gut geklappt. Ich sehe so im Mischpult, ja, Ausschlag ist da, ja, OBS ist okay, spiel da halt so meine 4 Stunden und dann gehe ich in Premiere Pro rein, schau mal das Footage an und dann alles in Robo-Voice. Das klingt halt echt schlimm. Nee, das war nicht recoverable. Und dann wollte ich halt einfach nicht mehr 4 Stunden wieder nachvertonen. Also habe ich es dann geschnitten. Keine Ahnung, vielleicht bringe ich mal so 1-2 Minuten als Gimmick raus, wie das klungen hätte. Hätte ich da die Stimme drin lassen. Ich wollte jetzt was Gemeines. By the way, ne? Man hat ja hier da diese Besetztmelder. Hier sind die auch verbunden. Aber da vorne beim Stellwerk sind die ohne Kabel und ohne alles. Ja, da. Das sind die ohne alles. Das ist doch bestimmt nicht richtig. Und ich glaube, weiter hinten auch nochmal. Meinte ich, ja doch, da auf der rechten Seite. Da sind sie auch. Ohne Anschluss. So, SPDR will wieder was von mir. Ne, will doch nichts was von mir. Die machen wieder Privatgespräche im öffentlichen Chat. Schick mal Züge. Ich will was zu tun haben. Das muss bestimmt so. Oh, Stichwort SB, ne? Wenn du zuerst den Zugnummer drin hast, so keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so, und du gehst dann als Fahrdienstleiter rein, dann stellt dir das Spiel der Namen automatisch um auf die richtige Bezeichnung vom Stellwerk. Wenn du das aber bei Sobe Bohr machst, dann ist es B klein. Hier ist es groß. Und es ist auch... Oh, das war jetzt effektiv für mich. Lublinek fängt gerade an. Der möchte 75874 schicken. Das ist aus LZ. 2038 muss der an. Ja, das soll er schicken. Dann hat Verspätung. Free. Geil, liebe Leute, wir kriegen den allerersten Zug. Theoretisch, wenn er dann nicht wieder ins Offline reingeht. Komm, Lubinek, sperr mal. Nice. Und da wäre die Anfrage. Der Zug aus Lubinek, der fährt nach Paro und hätte einen Halt um 38. Kleine Verspätung. Ja gut, dann gehen wir hier mal schon die Einfahrt. Auf das Gleis und wir werden uns dann auf das Gleis hinstellen und können uns mal die Einfahrt angucken. Idealerweise stellen wir uns da auf das hintere Ende. Da ist was entgleist. Wenn wir die Lok vor uns haben. Andererseits, was fährt der? Der fährt eine EP08. Na okay, die donnert voll. Aber bleiben wir doch hier hinten, damit wir hier nicht irgendwie taub werden, wenn wir da direkt neben der EP stehen. Aber der hat ihm noch nicht mal das Ausfahrsignal gegeben. Lublinek, wie schauen wir aus?
Ist er da gestartet? Der ist da gestartet. Der hat die Abfahrt gehabt in Lubnenek um 20.31 Uhr. Und ist schon verspätet weg. Ja, läuft bei ihm. Oh, ja, gut. Schade. Ich kann bei denen nicht spawnen. Ja, bist du eventuell zu lange? Also wenn er dich nicht reinspawnen lässt, dann ist es fast immer die Länge. So, warum denn neu starten? Also mach deinen Zug mal erstmal kürzer und probier's mal aus. Du bist bei mir? Das ist offline. Warte mal. Boah, Relog. Machen wir mal ganz kurz einen Relog hier. Dispatcher Sobibor SPK. Also drin wäre ich jetzt wieder. Ja, jetzt schmeißt mich natürlich SPDR raus, war ja klar. Komm, SPDR, komm wieder rein. Geh doch mal raus und wieder rein. Wir machen Spawn wieder auf. Bei mir läuft es zumindest normal. So, für den Held aus Lubnenek. Immer mal die. Ach, Scheiße, jetzt stimmt der Bahnübergang wieder nicht. Der Biber ist da! Also scheint es zu gehen mit dem Spawn. Da liegt es nicht komplett beim in mir. So, machen wir hier mal den Gott dann wieder hinzu. Jetzt geht's. Okay. So, Fahrstraße für den Kollegen da. Müssen wir den mal ganz kurz einfahren. Ah, der fährt Paro-RU mit Verspätung. Ja, Biber, ich gehe aber ganz stark davon aus, dass du den Stream anhörst. Gib mal deine Analyse, wenn du fahren möchtest. Alter, was ist denn das jetzt? Was ist denn Zwetazi? Hä? Kurz den manuellen Fahrplan reingucken. Ach, ah, okay. Ah, I see. Ah, 110 hat der Biber. Der fährt dann auf W raus. Hoffentlich geht es aus. So wie Bohr. Auf W.
Also ich sehe das gerade nicht, aber ich mache gerade im Hintergrund einen Fahrplan. Keine PMs. Nee, mache ich schon nicht. Boah, da haben wir wieder Kollegen mit 21 Uhr eingestellt. Das macht mir da keinen Spaß. So. Was haben wir da? Auch da mal durchschicken. Da durchschicken. Ah, da haben wir auch noch einen Mitspieler. 21:06 Abfahrt bis 22 Uhr. Geht ein bisschen was Längeres. Ich glaube, lieber wäre jemand, der gern fahren möchte. Ja, da haben wir jetzt noch hinterher. Klesko hat kein Limit drin. So, Biber, wie schaut's aus? 22:53. Ist doch mal ein geiler Fahrplan, oder? Abfahrt um 6 nach. So, ab die Post. Look. So, dann kann er ein bisschen rumcruisen hier. Oh mein, Disco, möchtest du jetzt mal kommen hier? Der ist noch nicht mal über Signal. Was ist denn da los? Ah, Lublinik, Entschuldigung. Lublinik. Wird es heute noch mal was? So, ich schreibe jetzt gerade mal Lublinek mal an, was mit dem Zug ist. Weil der. Geil, der ist auch nicht verfügbar. What is going on? With the train. Hab mich tot. Ah, ich sehe schon, das wird wieder Chaos in diesem Stream. Und dann ist wieder Mayhem angesagt. Deswegen fand ich TD2 Stellwerken Livestream immer voll doof, weil wenn es hier dann stressig wird, dann wird es wirklich stressig. Dann denke ich hier stehen bleiben, ne? Ah, das ist immer so viel Risiko. Ab auf dem Bahnsteig. Ich will es nicht riskieren, dass ich überfahren werde. Und werter Herr FDL, tut mir natürlich nicht antworten. Schauen wir mal. Der Zug, der kommen sollte. 75874. Tut sich der bewegen? Das ist ein Level 2 und der bewegt sich einfach kein Meter. Oh. Was, dann wäre dann halt noch wohler. Mit 20:58, was jetzt dann gleich mal kommen wird. Aus der gleichen Richtung müssen wir im schlimmsten Falle auf gegengleich schicken. Oh, jetzt schreibt er zurück. I give signal. Ja, schön, dass du das Signal gegeben hast. Das sehe ich auch. Aber dein Zug fährt nicht. Das beantwortet meine Frage nicht, was mit dem los ist. Ah. But that is not moving. Right here. Ab welchem Level kann man joinen? Ab so ziemlich jeden Level. Moin Biber! Das ist mein Dame nach oben, das ist unser Moderator. Servus! Wir könnten eigentlich mal schauen, mit was der Biber so unterwegs ist.
Wir haben ja Zeit. Nachdem Züge ja entweder gar nicht auftauchen oder erst gar nicht losfahren von anderen Stellwerken. Oh, ich hätte gern so gern Fast Sprint hier drin. Es wird so viele Sachen einfacher machen. Das machen wir erstmal aus. Ich lasse eigentlich nur E an. Also solange Biber noch da steht, können sie nicht spawnen. Wenn Biber dann weg ist, dann können sie wieder spawnen. Strom, lauf schneller! Sind da die Stromabnehmer unten? Das sieht nach kalter Look aus. Jetzt kommt der Stromabnehmer. Der vordere. Ja, Biber, du fährst übrigens über das Signal, wo du gerade stehst, raus, ne? Ach, ne Idee. Tschüss, Biber. Falsche Richtung. Bei dir kommt heute kein Zug. Bauen wir es noch weitgleisig auf der Strecke. 75874 ist jetzt endlich abgefahren, oder was? Mal kurz schauen. 75. Nee. Ah, oh, Spiel. Den Weg verkürzen. Jetzt hat mich Power angefragt, wo der Zug ist. Wow. Ja, kann ich nichts dafür. So, was sagt das Stellwerk? Ist immer noch rot am Blinken. Ganz ehrlich, wenn der jetzt nicht bald mal auftaucht, dann nehme ich den Block zurück, bis ich sag's ihm. Das kann's doch nicht sein, oder? Lupinek. Lupinek, wo bist du? Da. So, also hier haben jetzt quasi geschrieben, dass der Zug jetzt endlich mal abfahren muss, weil ansonsten möchte ich die Blocke auflösen. Das kann es nicht sein. Ich meine, wenn der Fahrer zu unfähig ist, seinen Zug zu fahren, dann kann es nicht sein, dass ich da für 20 Minuten meinen Block hier gesperrt habe. Es gibt noch andere Züge, die da fahren müssen. Als erste Maßnahme werde ich mal hier die ganzen Sachen zurücknehmen. Stift raus. Biber hat seine Abfahrt um 6 nach. Okay, noch ein paar Minuten Zeit. Ja, schlimm, da waren wir da aggressiv. Wo ist der? Der ist immer noch... Ah, es gibt's doch nicht. Bewegt sich kein Stück.
Frage an die Experten. Darf ich in dem Status einen Block zurück? Nein, gibt's nicht. Jetzt ist der Typ wirklich losgefahren. Aber der wird bei mir immer noch mit 0 km/h. Ah, doch, jetzt. Wow, 7 km/h fährt er jetzt. Jetzt. Nee. Ein Level 2. Oh, der macht mir meine Station dicht. Ich sehe das jetzt schon. Oh, Mann. Warum muss ich immer die Helden des Fahrers haben, wenn ich livestream? Ich will doch nur einmal ganz normal FTL machen. Ja, wisst ihr was? Jetzt fangen wir mal mit dem Biber an, ob wir den verfrüht schicken können. Perro RU fährt der. Wo ist Perro? Der ist da. And I send you da bla bla. Ahead of time. Ja, ist aber echt so, Sandro. Ich wäre jetzt auch gar nicht mehr so unglücklich, wenn er ins Offline reinfährt. Und dann muss ich mit ihm nicht rumspielen. Biber darf verfrüht wegfahren. Perro RU. Das kriegst du. Wow, der Block ist gesperrt. Was ist denn er für ein Superheld? Sagt mir, ist frei. Und ist aber nicht frei. Geil. Oh. Nur Experten heute. Ich schaue da nicht mal auf ihr Stellwerk rein. Was? Jetzt, ich schreibe ihm, ne? Perro RU ist blockt. Dann schreibt er, ja, ist blockiert. Aber vorher schreibt er mir, ja, kann man... Oh, jetzt ist der Superheld da hinten da. Du, mein Junge, fährst auf das untere Gleis, weil ich weiß nicht, ob ich dich wegschicken kann. Alter. Alter, hier ist 100. Gibt gar... Oh, es ist vermutlich wieder so ein Kollege, der nicht weiß, wie man den Stufen hochschaltet. Der wird langsamer. Warte mal, 75874, der kommt von LZ. Moment. Warum kommt der von LZ? Hä? Dann hat... Oh, jetzt merke ich es erst. Lublinek hat ja falsch blockt. Kann sich auf nichts verlassen hier. Dann fangen wir mal ganz kurz an. Sind wir aber auch so viel für Paro RU. Oh, warte mal, das ist ja die gleiche Strecke, wo
Biber hin muss. So, wir gehen mal ganz kurz in unser Stellwerk. Das ist auch ein bisschen leiser. Hat er den Zug überhaupt abgestempelt? Ist er nicht mal abgestempelt, der Zug? Aber er funktioniert eigentlich heute irgendwas? Okay, ich meine, das mit der falschen Zeit, das ist mein Fehler, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber trotzdem. Boah, schlimm. Echt schlimm. Jetzt kann ich keinen von beiden Zügen schicken. Aber Biber fährt auf jeden Fall als allererstes, weil er hat jetzt mehr Priorität als wie der andere Typ da. Alter, über 20 Minuten verspätet. So, Abstellgleis vorbereiten. Du fährst auf die Seite. You have to wait a bit. Do it or delay. Komm jetzt bitte bloß nicht auf die Idee, dass du jetzt da einen Bahnsteig anhältst. Er hat tatsächlich deswegen gefragt. Perro, ich will dir einen Zug schicken. Zwei sogar. Ich hab sogar einen dritten noch, der jetzt dann bald mal kommt. Okay, ist frei. Potslager, Perro RU. Sperren. Nice, das ist alles richtig. Nochmal doppelt kontrollieren. Biber fährt nach RU. Ab die Post. Weg. So, Biber, Freifahrt. Sollen wir gerade mal abstempeln? Sogar minus 3. Sag mal, ist da keine Laufanschrift, die Verspätung mit drin? Ja, da steht was drin. 2 Minuten delayed. 75874, das zeigt er da gar nicht an. Ah, weil ich ihn vermutlich abstempeln muss. Holy shit. Ah, oh, es ist der nächste Kandidat da. Naja, mit einer EN. Ja, Yoshi, sag an, ne? Und Perro Toshi. Ich frag mal, ob ich den 758 gerade hinterher schicken kann. Perro, wo bist du? I send you after 86650. So, geschrieben habe ich es mal, ob ich diesen verspäteten Dude dann gerade irgendwie loswerden kann. Nach Biber.
Oh, und ich glaube, ich habe gerade die Verbindung zum Live-Chat verloren. Ja, läuft. Geil. Restream at its best. Das finde ich voll super. Ich habe gerade keinen Live-Chat mehr. Das tut mir gerade... click here. Ah, was ist damit? Ah, jetzt ist der Chat wieder da. How do you know what is the time in game? Ah, it's actually real time. COZ, what about? Alter, jetzt fragt er mich, was mit dem Sim5874 ist. We'll be going after 86650. Alter, Power hat einfach so keinen Plan, was ich ihm schreibe. Was ist denn jetzt hier mit dem Chat los? Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Chat. Ah, jetzt scheint es zu gehen. Fürs Erste. So, Yoshi ist ein Osop. Den könnten wir eigentlich mal rangieren lassen. Nach hinten. So, einmal gerade. So, nach hinten mit dir. Schauen wir mal. Osop, Yoshi. Neuer Fahrplan. Osoboy Hammer. Das ist ein ECT mit 110. Fährt über W. Wobei, man könnte eigentlich mal L machen. Paro RU ist natürlich jetzt wieder gesperrt. Ja, geil. Ich muss den Spawn zumachen. So. Geil, ich kann den SBDR den Fahrplan nicht mehr scrollen. Ich muss das gleich nochmal schauen. Wo ist jetzt Paro? Jetzt ist Paro RU gesperrt. Ah, oh, Mann. Und ist RU free for. So, jetzt machen wir mit dem Fahrplan hier weiter. Yoshi, Osoboi, 110 ECT, fährt über L raus. Ich würde sagen, fährt mal einmal über Zoli drüber. Nee, Zoli machen wir lieber nicht. Da fährt er voll spät ab. Shermin, wie schaut es denn da aus? Boah, Abfahrt in einer Stunde. Holy shit. Alexandro, wie schauen wir da aus? 14 nach. Den next is the ersten respawn. 22 Uhr maximal. Jetzt kommt der nächste. So, 15 Abfahrt. Thomas Co. Thomas Loh. Boah. Nee, das geht auch nicht. Shermin.
Das ist schon besser. Eine Station hätte ich gerne noch dazu. Abfahrt 15 nach. So. Cool. Dann hätten wir da mal einen Fahrplan. Für den Yoshi. Der da hinten steht. Und Paro tut mir einfach eine Zug schreiben. Ja, ist was ist. Jetzt kommt von Naklo ein Zug. Und der von Naklo ist ein TME. Der auch Verspätung hat. Sag mal, ist hier irgendwas pünktlich? Hast du die Züge, die von mir wegfahren? Geil. Na gut, machen wir Yoshi. Alexander, NSWG. Komm, bitte nimm an. Nimmst du das jetzt bitte an? Yes. Yoshi, Abfahrt nach Fahrplan. Ja, da tut mir schon ein bisschen leid. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen selber schuld, der Typ da oben. Was macht der Chat da? 244, 53. Naja, das sind keine Züge, die mich betreffen. Im Moment. Ich glaube, ich muss das ein paar Typen auf Polnisch schreiben. Ben ist Peru RU. Free. Vor 75874. Deeple Übersetzer tu mal übersetzen. Ich hasse diese Typen, die dann einfach nicht zurückschreiben. Brauchen wir da jetzt nochmal standen geschrieben? Alter, es geht einfach voll ab im SPDR. Also, ihr hört es, das ploppt die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist jedes Mal, wenn jemand aus dem SPDR mit einem Zug schreibt oder umgekehrt. Auf dem Bahnsteig. Stell dir mal vor, ihr macht es dann den ganzen Tag. Danach hast du keine Nerven mehr. Yay, da hat jemand zurückgeschrieben. Glaube ich. Peru ist frei. Nein, falsch. Nein, 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 das wollte ich nicht. Nice. Geil, er hat angenommen. So, aber wir da gerade machen hier. Und abstempeln. 75874. 37 Minuten Verspätung. Krass. So, und Yoshi, den können wir auch abstempeln.
Und Abfahrt. Kommt das nächste aus Naklo? Gut. Dann kann ich mal das Spawns wieder aufmachen. Ist wieder stressfrei. Ach, das muss ich ja hier machen. Oh, das Schlimme ist, der Boss aus Naklo kommt, der muss auch noch Paro. Ja, plus plus auch von mir. Ach, was. Ja, ich sollte den eigentlich gerade da aber noch. Ich bleib neutral, ich gebe mir einfach gar nichts. So, Güterschleuder. Der hat schon plus 6. Ja, liebe Güterschleuder, ich werde dich leider mal umleiten. Für alle Fälle. Nicht, dass du mir mein Hauptgleis blockierst. Ich meine, ich könnte auch warten. Aber wie gesagt, um 19 hätte er da sein sollen und der ist noch nicht mal über das Ausfahrsignal drüber, gemäß meiner Station. Geräusch vom Bahnübergang. Ich finde das so schlimm. Ich glaube, ich werde das für euch mal ein bisschen leiser machen. Wenn ich es denn kann. Hey, lauter Gemixer, komm her. Zeig mir das an. So, das ist ein bisschen leiser. Und der Yoshi ist weg. Ciao, Yoshi. Und er hat den Block aufgelöst. So, Leute, ich muss euch mal für eine Minute verlassen. Ich bin gleich wieder bei euch. Wir machen das Bahnwerk erstmal ganz kurz zu. Und macht keinen Blödsinn. Bis in einer Minute. So, dale, bin wieder da. Alles ist noch heil. Da bin ich froh. Cool. Der ist über das Signal rübergefahren und ist weg. Gott sei Dank. Oh, ich habe wieder eine leere Station. So, und der Typ aus Naklo. Der hat schon plus 10 mit. Ah ja, toll. Paro KG. Ich glaube, ich mache eine andere Taktik. Das wird ihm halt nicht so ganz gefallen. Aber mal schauen. Also unter allen Leuten, die schon ein bisschen länger TD2 spielen, was waren bis jetzt eure so verrücktesten Momente in TD2? Oder vielleicht sogar Momente, wo ihr sagt, jetzt geht alles den Bach runter. SWDR, was willst du von mir? Ja, nichts von mir. Sind wir da anders? Aber, ah, Moment, doch. Das ist ein Zug, der tatsächlich bei mir durchfährt. Er sieht, dass das not connected, ey. Oh, es haben noch mehr Probleme mit dem Connecten. Mit Stationen. Das ist kein Problem bei mir. Das werden wohl allgemein zu Dingen sein. Denn der Zug, der das jetzt gerade geschrieben hat, in SBDR. Wo ist denn der aktuell? Ja, der kommt bald zu mir. Aber es haben mehrere Probleme mit dem Connecten.
musste im Psari Güte zugestapeln, weil er nicht mehr blocken konnte. Oh je. Und gerade im Psari, wo man ja so viel Platz hat, ne? Oh, der Rebellshow. Auch ein interessant. Wo ist eigentlich ein Nero, wenn man immer braucht? Sonst immer am Start, wenn ich da vor den Slidern bin. Ja, okay. 43900055 Paro KG. Schauen wir mal. Paro KG. Na, ist natürlich gesperrt. Good evening. Dann fangen wir mal an. Ist Perro KG. Warte mal. Alt. 4300. So, ins Polnische übersetzt und dann schreiben wir das mal Paro und dann möchte ich da bitte keinen Zug mehr hinschicken. Paro is blocked at the moment. You have to wait. Tut mir leid. Da hinten ist er. Sowieso bin ich Farblinie. Ich habe doch bis 23 Uhr eingestellt, oder nicht? Ja, doch. Also im schlimmsten Fall, wenn jetzt nach 22 Uhr nicht mehr viel kommt, können wir auch fahren. Da könntest du drüber abstimmen, außer wir warten effektiv. Schauen, dass was kommt. Bis 23 Uhr. Nächste Blockanfrage. Ah nein, ist Auflösung. Von dem Collision hier. Enrico, ja, soweit alles tut dir. Außer, dass ich mich über gewisse Personen hier aufregt, die maximal fähig sind, Fahrdienstleiter zu sein. Oder seine Lok zu bedienen, eins von beiden. Aber oh, sonst nice, okay. Und ich glaube, Paro schreibt nicht mehr mit mir. Er hat mir keine Antwort gegeben für den Güterzug hier. Ach, der Arme. Aber ist eine schöne Zusammenstellung. Wie kann man den TD2 aussteigen? F11. Aber nicht während der Fahrt. Da muss der Zug schon stehen. Ja, doch. Das gefällt mir, was er da zusammengestellt hat. Also der Zug, der da jetzt gerade eingefahren ist, der hat ein Gewicht von 1895 Tonnen. Der hat Spaß beim Bremsen. Alter, Paro. Mach jetzt mal was. Das kann's doch nicht sein. So, ich frage jetzt mal an, ob ich den Zug vielleicht auf dem Gegengleis schicken kann. Pero, wo bist du? Da bist du.
can I send you via Perokage on the left? Fragezeichen. Tut mir sogar auf Polnisch übersetzen, damit das auch ja versteht. Kann man sogar von außen fahren, ich sag mal wie in Simulator. Yeah. Ja, so semi. Also du hast ja die Tasten 3 und 4, du hast ja diese Außenkameras, also den Spiegel und die kannst du ein bisschen manipulieren. Dann hast du eine ähnliche Ansicht wie in Simrail, aber dass du wirklich so komplett rauszoomen kannst wie in Simrail, das geht nicht. Aber du kannst die Kamera wegbewegen von der Lok und dann hast du, ja, sowas ähnliches. Alter, Power wird gerade zugespammt in SWDR. Ich glaube, der hat es einfach voll nicht im Griff. Doch, glaube ich, gar nicht so schwierig in Paro. Oh. Kann bitte jemand fähiges Paro machen? Ey, schlimm. Jetzt? Philipson. Was bist jetzt du für einer? ET1. Ach, scheiße, das ist eine Güterschleuder. Good evening. Analyze when ready. Ah, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Einmal Schüttgut, Kohle und Stein, das ist zum Schluss ist ein bisschen Stein. Also heute könnte man so viel Skaga schreiben bis zum geht nicht mehr. Ist schlimm. Ich meine, eigentlich ist das so ein bisschen ein Witz mit dem Skaga Simulator, aber heute? Wenn ich das alles sammeln würde... Oh. Paro, mach jetzt mal hinne! Wegen dir steht hier... okay, jetzt gehen wir gerade offline. Alles klar. Cool. Lauft. Oh, Hilfe. Okay, jetzt schalte ich mal ganz kurz in die Station hier rein, wie es da gerade im Paro ausschaut. Wo ist Paro? Ja, yeah. Alles verspätet da. Nee, er ist schon wieder da, aber er schreibt jetzt mit keinem mehr und irgendwie alle Züge wollen was von ihm. Und er reagiert nicht drauf. ETA 40 VMAX 80 Cargo Timetable Tour 2215. Boah, sportlich. Also was Kurzes. Schauen wir mal. TOWE 80 hat er gesagt. Ach, das mache ich lieber manuell. <lacht> 80 fährt auf VN raus. Brenno kann er nicht fahren. Lokowitz.
2015 hat er gesagt. Ja, gut. Ah, bitteschön. Hat er einen kurzen Fahrplan? Hat effektiv über zwei Stationen. So, Fahrplan ist auf jeden okay. Warten gerade mal, ob ich ihn verfrüht wegschicken kann, obwohl er genau auf das Gleis fährt, wo der andere hin muss. Sorry, wo bist du? Ah, oh, das ist ein Troublemaker. Geil, der Typ ist cool. Can I send you ahead of time? Nice. Fuck, das heißt noch mehr Verspätung für den Typen da. Wenn er denn zusagt. Seems to be very busy at this station. Cool, und... Oh ne, Paro KG ist jetzt... Oh, Paro KG ist jetzt gerade frei geworden. Da kommst du doch vorher. Sorry. Er hat angenommen. War weg. Sorry, dann muss er kurz warten. Nice. Abstempeln, Verspätung, 21 Minuten. Lauft. Wer nervt jetzt? Vola. Von LZ. Nee. Nee. Von Vola kommt ein Zug mit einer Person halt von 20 Minuten. Sag mal, seid ihr des Wahnsinns? Der wird sogar an... Ich glaube, ich muss mal kurz umstellen. Da wird man hier Arrivals haben. Wer macht denn das? 20 Minuten Aufenthalt. Oh, dieser arme Typ. Mann, der blockiert mir für 20 Minuten das Gleis. Ich glaube, den schicke ich nach unten. Das kann ich jetzt mal nicht haben. So, dann tun wir das mal vorbereiten. Alter, 20 Minuten. Wie lang ist denn der Zug? Mal kurz gucken. Ach, das ist eine EN57, ja. Die passt da unten locker rein. 20 Minuten aufhalten, Mann. Guck mal, Junge, Einfahrt kriegst du. Auch wenn du noch nicht mal das Ausfahrsignal gekriegt hast. Geh mal vor zu dem Typen, der kriegt das mal ein Plus. Der Arme. Der ist immer noch da vorne. Ich schwing deinen Hintern mit. Alter. Ein Talobahnübergang. So nervig wie es ist, aber das macht da irgendwie TD2 aus, im Gegensatz zu Simrail, wo alles irgendwie nach, unter Anführungszeichen, Fahrplan läuft. Aber hier ist es halt jedes Mal was anderes.
Aufregen ist zwar der Tagesordnung, aber irgendwann macht es auch Spaß. Aber es ist auf jeden Fall eine Geduldsprobe. Was klickt das so? Schreibt dann auf einer alten Schreibmaschine. Na, das Klicken, was du da hörst, das ist das Klicken von dem Stellpult hier, was eingeblendet ist. Und das ist der Bahnübergang, der da so klickt. Wenn der Zug dann drüber gefahren ist, dann hört es wieder auf. What the fuck? What the fuck? Warum kommst du aus dem Offline? Alter. Was? Oh, ich habe jetzt nicht die Nerven, um Skagat zu schreiben. Alter. Das kann jetzt nicht... Du kommst ohne Ankündigung einfach mal aus dem Nix. Gott sei Dank wird das Ganze hier aufgezeichnet. Alter. Ja, du sagst es auch noch, der ist Level 20. Und kommt einfach mal so. Ich schaue jetzt nochmal kurz in den SWDR-Chat, aber ich glaube, der hat nicht geschrieben. 244. Der hat tatsächlich im Chat reingeschrieben, aber der hat mich nie irgendwie erwähnt, sondern nur, dass er irgendwelche Signale überfahren hat. Wow. Wow. Sowas kann echt nach hinten losgehen, wenn du einfach mal aus dem Offline herkommst. Ja, man muss vorher anfragen. Du kannst nicht einfach mal so aus dem Offline in ein anderes Stellwerk reinfahren. Da könntest du theoretisch in einen anderen Zug reinfahren. Das geht nicht. Also, da wirst du hart weggestraft für sowas. Alter, holy shit, ey. So, der von Wola, wann soll der da sein? 22. Ja, was, den nehmen wir jetzt mal die Fahrstraße weg. So, der muss 244 856 nach Pluskober Polnok auf UL. Und der nächste. 244 856. Ich bin euer Bestellmann, eine Anfrage aus dem Offline. Du machst quasi slash SWDR und dann, keine Ahnung, ich bin offline in Station sowieso, kann ich weiter zur nächsten. Und Enter. Und dann ploppt es in SWDR auf. Good evening.
So, der eine Güterzug muss jetzt weg, der muss noch Zori RB. Komm, mach die Anfrage, dankeschön. Komm, gib Schmackes. Weg mit dir. Exit given. So, dann tun wir den auch schon mal abstempeln. Eine Minute Verfrühung. So, und da ist der Kollege, der jetzt keine Einfahrt hat. Wird sie aber gleich kriegen. Aber wie gesagt, der muss ich jetzt eh nicht stressen, weil der hat hier einen Personenhalt von 20 Minuten. Ah, ich glaube, ich mache zuerst die Einfahrt und dann gehe ich nach hinten. So, ab nach hinten. Wobei, tun wir mal kurz beschleunigen. Ab zur Station. Da ist er. Ja, und er ist dann jetzt mein letzter Zug. Also 23 Uhr habe ich eingestellt. Er bleibt jetzt 20 Minuten hier noch stehen. Dann habe ich noch einen Express für 22 Uhr. Aber der scheint offline zu sein. Aber es kann dann gerade wieder jemand spawnen, sobald dieser Güterzug da weg ist. Oder? Ja, Spawn ist offen. Oh, das macht aber fein. Schön an die Geschwindigkeit halten hier. Jetzt ist noch ein Express. Ja, wow. Um 10 vor 11 ein Express. Geil. Mehr klingelt da. Achso, das war nur die Auflösung. Ja, mein Kollege. Warten angesagt, ne? Nach Klokowice. Das ist sogar eine Frau. Dass ich das nochmal erleben darf. Ja, gut, ich stelle mich erstmal weg. Weil sonst haben wir den Föhn die ganze Zeit im Ohr. Ich würde sagen, irgendwie so. Dann haben wir den im Blick von dem, was er da macht. So, der ist auch am Verschwinden. Dich machen wir mal wieder normal da hinten. Das gleiche auch da und da. Und jetzt bin ich wieder für Spaß zu haben, fürs Erste. Ich darf den ja nicht mal früher wegschicken, auch wenn ich wollte. Vorschrift ist Vorschrift, BH ist einzuhalten. Was machst denn du die Türen jetzt schon zu? Lass die Leute doch einsteigen. Bei mir steht im Profil, dass ich weiblich bin, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich männlich angegeben habe. Wie kann man das ändern?
Ich glaube, das kann man irgendwo im Forum-Profil ändern. Ansonsten hier im Spiel ist es, glaube ich, bei Game. Und da kannst du hier ein Avatar ändern. Wer du halt sein willst. Und das war's auch schon mit den Einstellungen. Komm, vorne bei dem Badeübergang. Und dieser Beaver und Yoshi sind beide noch unterwegs. Ja, also Leute, kommt rein, spawnt mal hier, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit einer einzelnen SM42 spawnen. Dann könnt ihr da hinten in die Abstellung reinfahren und euch Wagen holen. Und dann schicke ich euch wieder raus. Wenn ihr denn möchtet. Was? 244, 856, Scenery Stitching. Ne, ist da hinten, okay. Ja, also da ist einfach jetzt eine Durchstrecke. Was, hinten links ist eine Schlägerei auf dem Perron? Hinten links. Also die sind da am Abtanzen, aber Schlägerei. Was du dir da meinst, wir können da gerne mal runtergehen. Die tanzen halt zur Musik. Es passt sogar irgendwie. Gibt's auf deinem Bahnhof Bockwurst und Bier? Mein Zug hat Verspätung. So, ganz ehrlich, wenn da weiterhin so wenig los ist, dann mache ich hier einen Grill auf und jeder, der da zum Beispiel wie der andere 20 Minuten pH hat, ja, dem mache ich eine Bockwurst. Uwaga, Butzjak. Was ist eigentlich da hinten? Ah, einen alten Volvo hier. Das war noch Zeiten, als sie umgefahren sind. Ah ja, das muss alles hier so. Was haben wir hier eigentlich? Ach, das war das mit den Bauarbeiten. Standard Asset. Prospekte, die man nicht lesen kann. Ah, oh, stimmt ja. Ich muss ja meinen obligatorischen Screenshot noch irgendwie machen. Machen wir das so. F8. Okay. Und da irgendwie von der anderen Seite. Sonst habe ich später nichts für YouTube. Ah, da steht dann sogar schön Sobibor. Ach nö. Ach so, das war nur das Verlassensklingeln. Alles klar. Ah, jetzt bin ich alleine. Leute, traut euch. Kommt rein. Wie jetzt? Ich meine Ausfälle. Alter, sag jetzt nicht, dass du deinen Fahrplan gelöscht haben wirst. Komm, Sahaden. Asphalt ist weg. Bye.
Ach, du möchtest auch nicht neu spawnen. Aha. Du möchtest einfach gehen, ne? Weil du nicht abwarten willst, dass du wieder fahren darfst. Ah. Da kommt jetzt garantiert ein Jahr zurück. Na komm, schreib's doch einfach. Ich kann mich bewegen, nur langsam. Bitte, warum werde ich so gestraft? Mann, soll die Session nicht einmal normal ablaufen? Alter, jetzt habe ich den nächsten Zug. 22 Uhr 2 mit 14 Minuten pH. So, macht ihr das absichtlich? Amen. 70 kann er jetzt nur noch fahren. Dann fahr deine 70 in 10 Minuten, wenn du meinst. Das ist noch so ein Kiebel da hinten. Oh, und jetzt. Ah, jetzt kommt alles auf einmal, oder was? Otwoko. Was kommt da so, Otwoko? Ach, das ist der Typ mit 14 Minuten pH. Ja, ist klar. Schickt sie her. Macht's mir alles voll hier. Geil. Ja, da ist eine Anfahrt. Ah, Sandro. Okay, du bist Iron. Ja, gut, dann brauche ich ja nicht schreiben. Also erstmal Moizen, herzlich willkommen zu der Station. Schön, bist du da. In der Kau-Station, wo alles super läuft. Bitte gerne deine Zuganalyse, sobald du bereit bist. Und dann schaue ich mal, was ich machen kann. Und dann sagst du mir auch schon mal, wie lange du fahren möchtest. Kriegst von mir mal nur einen Fahrplan. Immer werde ich gestraft, wenn ich gestreamt habe. Es stimmt. Jetzt nochmal zum Schauen. Der was von da hinten kommt, der kommt von LZ. Ja, okay, da kann dann auf dem Gleis auch mal stehen bleiben. Weil dann erstmal nichts von LZ wieder kommt. Ja, fahr du deine 70, wenn du meinst, dass du 70 fahren musst. Mir egal, Hauptsache du fährst weg von meiner Station. Eine Stunde fahren. Ja, dann schauen wir mal. 3, 4, 5, 3. Ja, da tut deine Nummern auf 5 Stellen anpassen, wenn du Personenzug fahren bist. Das war keine Absicht. Geh mal wieder ins Stellwerk. In meine kleine Oase hier. 5 Stellen will ich haben. Dann kriegst du den Fahrplan. Also ich hoffe, du hörst es. Ansonsten schreibe ich es ja gerade noch mal im Chat.
So, das hat er ein bisschen missverstanden, der andere. Wie machst du das? Escape, Settings und dann gehst du. Wo war denn das? Ich glaube, bei Game war das. Da, Game, Nickname, tust du da die Nummer anpassen. So, der eine Typ ist dann auch langsam angekommen. Mir ist es dunkel. Ja, da macht der Tag-Nacht-Zyklus raus. Das ist auch bei der Einstellung unter Main Daylight-Zyklus, Haken wegmachen, dann ist es so wie bei mir. So, Mist hat 20 Minuten da unten. Hat jetzt mal Abfahrt. Oder bald Abfahrt. 26543, der fährt nach Klokowice MG. Was sogar frei ist. Oh, geil. Ja, was geht gerade ab? Ja, bei mir ist Chaos angesagt. Das ist aber nicht selber produziert habe. Schlimm hier. So. Der Kollege hat Ausfahrt. Würde den bei mir schon mal markieren. Boah, die war toll im Siebel. Ey, ich wäre schon genug getrollt hier in TD2. 16, 11, 3 fährt auch. Boah, der fährt so früh ab. Das ist ein Skrager. Sag mal. Und das hat's Level 6. Du hast dein BH. Ich geb's auf. Ich geb's auf. So, jetzt machen wir einen Fahrplan für einen Iron Man. Usoboi. 110 darf der fahren. Das ist ein ECT. Kommt bei VN raus. Was haben wir denn da? Machen wir mal. 32, na, so den machen wir nicht. Da kann er nicht hinfahren. Lasky und Schermin, wir schauen mal aus. Abfahrt 22, 24. Schmeißen wir noch Otsuko mit rein. Fahrt bis. Shit, ja, da. Machen wir da vielleicht noch Rutnik. Schauen wir mal. So, Schermin, ist es da wieder doof? Ja, das dauert zu lang. Rutnik kann er nicht enden. Was machen wir denn noch? Belchow vielleicht. Zwölf Minuten im Blaski, das ist aber auch wieder doof. Ne, das ist auch doof. Mal schauen, Otsuko vielleicht. Stunde, glaube ich, war es, ne? Eine Stunde fahren. 22, ja, da geht noch ein bisschen was. Otsukovice. Gerade auch nicht anhalten, dann machen wir das so. Wir
Es ist doch ein netter Fahrplan. Wobei, ja, Station können wir noch hinterher schmeißen. Nach Rudnik macht man noch Tarkovice. Das kürzeste. Ich kann dich einfach in die nächste Szenerie schicken. Das sind dann 10 Minuten, 15 Minuten. So, was ist das? Tarkovice findest du jetzt doof. Als Fahrplan. Machen wir das mal so. I mean, sag mal Bescheid, ob das so passt. Wer ist denn jetzt da kommen? 16.11.3 von LZ. Ach, das ist der mit 14 Minuten pH. Good evening! Moinsen! Schön, dass du mir nicht angezeigt wirst. So, der Iron, der hat Abfahrt um 24, der darf jetzt erstmal nach hinten rangieren. Inti, die 2 kann man rangieren. einmal so und einmal so. Das ist der Rangiersignal bis zum Bahnsteig. Mal schauen, ob er auch die Rangierlichter richtig macht. Also, will ich ja nicht stressen, aber ganz YouTube schaut dir zu, ob du das jetzt richtig machst. Und meine Tutorials vielleicht geschaut hast. Und moin vorschauen. Da hat jemand nicht das Heues geguckt. Ja, dann tu einfach mal zurückrangieren. Ich sehe es dann nicht, dass du nicht das Rangiersignal anhast. Aber ich würde dir empfehlen, dass du dir mein Tutorial anguckst. Wo ich genau das mit dem Triebwagen erkläre. Und ein Nero. So, Kollege, 14 Minuten Aufenthalt ist da. Abfahrt in 16.08. Boah, man, gib Schmackes, sonst fährst du zu spät ab. Nach hinten. Schön, dass du auch den Trend aber 2 zeigst. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, ob es nichts für mich ist. Ist es jetzt positiv gemeint oder nicht? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich wüsste, wie die locker angeht. Ich bin schon... Oh je. Yeah. Ich bin schon davon ausgegangen, dass du weißt, wie man die Lok bedient. Man kann ja jetzt da keinen Crashkurs geben, wenn man die EN750 bedient. Oh, da gehst du mal ganz schnell auf meinen Kanal und schaust dir das mal an. Aber schwer ist es nicht. Wie kommen sie hin? Ah, ich will es hoffen. Ich schaue nur YouTube gerade zu. Würde ich positiv, vielleicht ändert sich meine Meinung ja noch. Aber ich denke eher wegen der Sprachbarriere meinerseits eher nicht. Ja, es geht. Ich meine, ich bin ja schon aktiv. Wie war es jetzt? Otwoko? Achso, Auflösung. Dass wir schauen, dass wir irgendwie an internationalen Server kommen. Und wenn wir das nicht bekommen, dann mache ich immerhin unseren Fahrtag auf PL2. Und da ist dann natürlich primär Deutsch angesagt. Und dann sind wir halt 30, 40 Spieler und haben unseren Spaß. Aber das findet halt nur einmal im Monat statt. Das nächste Mal übrigens nächsten Monat. Nach meinem Umzug. So. 16. Ach nein, ich fange noch nicht an. Hört aber wie N raus.
Also wenn du die GUI-Steuerung anhast von der da, dann soll es eigentlich nicht so schwer sein. Du musst einfach den Richtungswender nach hinten machen, Bremsen lösen, also gedrückt auch halten für lösen und dann ab die Post. Die ist eigentlich sehr bedienerfreundlich. Die 750er. Da ist eine EP oder EU schwieriger zu fahren. Moin Rob! Aber wenn du sie nicht fahren kannst, dann kannst du auch jetzt noch entscheiden, du fährst nicht mit der Lok, weil die nächsten Fahrdienstleiter sind vielleicht nicht so nett wie ich. Du hast ja den direkten Vergleich zwischen Trendover 2 und Simrail. Welches siehst du eher positiv oder ist aus deiner Sicht beides gleich gut? Ah, es ist sehr schwierig, Trendover 2 und Simrail zu vergleichen. Ich meine, beide sind in Polen und beide haben den Grundnenner drin. Ich sag mal so, wenn du casual spielen willst und mal ein bisschen reinkommen willst, als Fahrdienstleiter und nachher Fahrer und vor allem gerade im Polnischen jetzt aktuell, es kommt ja später irgendwann mal deutsche Strecken und so, dann ist sicherlich Simrail the way to go. Wenn du das aber realistisch haben willst und wirklich nach echten Regeln fahren willst und entsprechend wird auch abgestraft, dann ist Trendover 2 the way to go. Wenn man sie jetzt gegenüberstellt, in Trendover 2, zumindest also eigentlich als Fahrdienstleiter sowie auch als Fahrer, hast du halt in TD2 sehr viel Abwechslung. Du hast, der Fahrplan ist jedes Mal anders, du hast andere Sachen, die vorkommen. Ich meine, jetzt, es kommt ja vermutlich dann später in Simulator dann irgendwann auch noch. In TD2 hast du auch Manöver, Rangierfahrten, so wie das, was ich jetzt gerade versuche. Dir kann ein Bahnübergang kaputt gehen, da musst du damit umgehen, du musst dann theoretisch auch Befehle schreiben und so weiter. Also TD2 versucht halt wirklich den echten Bahnbetrieb nachzustellen. Simrail ja schon auch, aber es ist halt mehr casual. Und das haben sie auch ganz offiziell gesagt. Du musst dich ja nicht zwingend an die politischen Vorschriften halten. Schau einfach, dass du einen guten Zugbetrieb hast und hab deinen Spaß. Also es kommt immer davon, wie viel Realismus willst du denn haben? Wenn du halt wirklich auf das Echte hingehen willst, dann spielst du TD2. Wenn du ein bisschen entspannter fahren willst oder deine Arbeit machen willst und ein bisschen einsteigen willst in Simrail. Du kannst theoretisch auch Simrail als Übergang für TD2 nutzen. Also, dass du erstmal ein bisschen Simrail spielst, dann kommst du ein bisschen rein, fährst als Fahrdienstleiter und dann machst du weiter in TD2. Aber mit TD2 muss man sich dann schon Tutorials anschauen, ein bisschen einlesen. Also gerade als Fahrdienstleiter mit den ganzen Vorschriften, wie denn was funktioniert. Denn hier in TD2, also beispielsweise jetzt bei dem Drucktastenstellwerk, was ich jetzt hier habe, da ist halt alles umgesetzt. Da ist jetzt nicht so, dass da halt irgendwie was gesperrt wäre von den Funktionen her, sondern du kannst hier jeden Scheiß anstellen, der auch in echt geht. Und entsprechend, wenn du halt missbaust, musst du mit den Konsequenzen auch umgehen können. So, schauen wir mal in den Chat. Ich dachte ja, dass Simrail der erste Multiplayer-Transim ist, wurde aber besser belehrt. Darum frage ich gerade nach. Ja, TD2 war zuerst da. Ich glaube, wir müssen etwas üben und das Tutorial anschauen. Ja, alles klar. Iron Man, ich werde deinen Fahrplan löschen. Bitte warte mal ganz kurz. Fahrplan ist gelöscht. Du darfst ihn raus und den Spawn freimachen für andere. Gibt es ein Streckenbuch, wo die Kilometrierung von jedem Haltepunkt bis in den Bahnhof steht? Das fällt momentan noch etwas schwer in TD2. Nee, das gibt's nicht. Das ist auch so gar nicht umsetzbar, weil die Stationen nicht in einer logischen Reihenfolge hintereinander gestellt sind, sondern die sind total random. Du kannst von jeder Station zu einer anderen fahren. Also quasi, sprich, zweigleisig, eingleisig zu eingleisig. Und das ist auch irgendwo ein Positivpunkt für TD2. Dass du auch, wenn du als Fahrer unterwegs bist, jedes Mal theoretisch eine andere Strecke hast. Man kann mit manuellen Fahrplänen das natürlich noch als Grund kannst du übrigens irgendwas eingeben, das ist jetzt nicht so schlimm. Du kannst natürlich, wenn du die Leute dafür hast, die echte Strecke nachbilden mit manuellen Fahrplänen. Dann glaube ich, passt es auch mit der Anzeige, aber sonst ist es total random.
Da braucht man halt ein bisschen Gefühl für TD2. Also gerade mit der Fahrplanansicht als Fahrer, da wird es ja dann die Geschwindigkeit rechts oben angezeigt, dass man halt irgendwo dann halt da runterbremsen muss und da kommt dann eine La oder so. Ja, aber da kommt man recht schnell rein. Das ist wieder der Vorteil von Simrail, nachdem es die echte Strecke ist. Wo du da entsprechend nachsehen kannst. So, Mr. 14 Minuten. Sollte jetzt langsam abfahren, um 16 nach. Er muss nach Tomasco Matsu irgendwas. Tomasco, und zwar nach SK. Ist sogar frei. So. Und dann haben wir Nero hier. Oder zumindest bald. Sehen noch nicht. So, für den Kollegen, Fahrstraße ist da. Abfahrt nach Fahrplan, bitte. Also mit auf jeden Fall noch etwas üben und den Betrieb nicht stören. Du hast nicht gestört. Warst du da unten auf dem Abstellgleis? Alle Dude. So, jemand gesehen hat das eh. Exit given, depart accordingly to timetable. Warum kann ich bei dir nicht anfangen? Da wäre im Zug im Weg. Ja, probier es nochmal, weil da war jetzt gerade noch jemand drin. Es sollte jetzt aber frei sein, Nero. Nero, der die ganze Zeit in den Gleis? Ja, Tatsache. Hä? So ein Gleis Nero, da steht doch gar nichts. Also. Warte mal, Nero, du bist doch eh ein Güterzug. Ich mach mal kurz da einen Spawn bei dir auf. Ich mach den TOV-Spawn auf. Probier's mit dem mal. So, und dann könnten wir eigentlich schon mal rausgehen. Ich bin mir gerade sicher, wo der TOW-Spawn ist. Vermutlich auf dem Gleis da rechts. Ich finde das immer voll doof, wenn es nicht beschriftet ist, bei welchem Signal die spawnen. Ich meine, bei All steht es ja, ist es eh. Aber bei den anderen beiden steht einfach nichts da. So, Nero, probier mal TOW. Oder nervst du dich, weil ich hier das Rangiersignal offen habe, aber ich glaube nicht. Was bist denn du? OM. Und du bist TM8. Das ist eine Schieferstraße hier. Ich mach beides auf. Der TOW bin ich zu lang. Also ich habe eh All nochmal aufgemacht. Vielleicht war es ja auch die Rangierfahrstraße, die er genervt hat. Probier's nochmal. So, 1613. Abgefahren. Oh, da ist er ja. Wie jetzt? Einzelne Lok? Welches Game ist das denn? Train Driver 2. Die Pro-Variante von Simray, wenn man so möchte. Alter, Nero, ich hätte gedacht. Ach, du fährst mal wieder Sandwich da hinten. Schauen wir uns das mal an. Immer diese illegalen Zugverbände da. Ich gehe mal lieber nicht auf dem Gleis. Nur für alle Fälle. Ciao, Kollege. Viel Spaß.
Nächster Zug um 29 und dann 23:01 Uhr. Sieht nice aus. Ja, ein bisschen altbacken, aber ist ganz nett. So, Nero fährt eine ET-140 mit 533 Tonnen, 215 Meter, VMAX 80. Mach was Schönes. Ja, bist du langfahren, Nero? Oje. Da klingelt's. Von da hinten. Ist der Zug aus Lapano. LZ. Das ist ein TME. Der ist on time. Gut, dann kriegt er mal Einfahrt. Stunde will der Nero fahren. Okay. Dann machen wir für Nero schnell einen Fahrplan. Tobarubi. Was war das? 80, ne? 80. Elektrowutz. Der kann da direkt wegfahren. Fährt auf WN raus. Nein, ich schau jetzt gerade nicht in SPDR rein. Die haben alle ein bisschen aufgemacht. So, Bencho wird schon mal nicht sein. Schermin. Schermin, 13:14 machen wir auch nicht. Toll, wegen dem Sandwich habe ich jetzt Hunger. Ah, das ist jetzt so ein Zori vielleicht. 38 Abfahrt, das ist schon mal besser. Lapano. Machen wir noch Belcho mit rein. Lasky. Oh, Goda ist nie schlecht. Und Rutnik vielleicht. So, was hast du jetzt? Lapano ist doof bei dir. Rutnik. Ach man, meine neue Fahrpläne. Das ist sowas Nerviges teilweise. Da kann er nicht enden. Arsch. Schon besser. Was kommt ab? Polnok findet er jetzt doof. Holy shit, das ist ein langer Fahrplan. Da muss ich was rausnehmen. Und ihr seht irgendwie kaum was. Ich hätte einen Fahrplan bis 12:30 jetzt. Geil. So, nehmen wir aber das Kommapol noch weg. Ich hätte jetzt auch einen bis genau Mitternacht. Hey, Nero, bist du jetzt aus? Genau bis Mitternacht fahren. Das ist ein schöner Fahrplan. Kannst eigentlich die ganze Zeit fahren? Was bist du? Sag mal, nee. Ah, okay. Oh, mein Gora weg. So. Jetzt beschwert er sich wegen der Szenerie. Was ist jetzt da los? Time of Arrival, let's see this later than the time of end of study. Oh, jetzt findet das Sobibor wieder doof. Sobibor hat die Zeit genannt. Ach du Arsch. Und jetzt Kovice ist wieder am Beschweren. Ja, da machen wir das halt so. 22:31 bis 23. Du kriegst halt was Kurzes. Geht gerade nicht besser. So, dann haben wir einen Fahrplan. Der nächste, der klingelt.
Sag mal, Nero, hast du jetzt einen Fahrplan gekriegt? Weil du. Der Fahrplan darf bei mir gerade nicht auf. Hä? Was ist denn das jetzt? Ich gehe mal ganz kurz aus dem SPDR wieder raus und wieder rein. Weil ich habe den Fahrplan. Ich sehe den Fahrplan nicht. Das ist neu. So, also ich bin verfügbar bis 23 Uhr. Bitte danke, wieder umstellen. Ja, Nero, also jetzt haben wir ein Problem. Ich sehe deinen Fahrplan nicht. Das ist jetzt schräg. Ja, also entweder du kommst wieder mit einer anderen Nummer, aber ich sehe den Fahrplan nicht. Ich habe ihn ausgelöst, aber ich sehe ihn nicht bei mir in der Liste. Das ist jetzt echt schräg. Ich habe zwei Züge drin, aber du bist nicht mit dabei. Nero, geh mal raus, änder die Nummer und komm wieder rein. Aber ich kann dich nicht wegschicken, weil ich habe keinen Fahrplan von dir hier. Müssen wir mal schauen, ob ich theoretisch einen neuen ausstellen könnte. Nee, er lässt mich auch gar keinen neuen ausstellen, weil er irgendwie mitkriegt, dass du einen Fahrplan hast. Aber bei mir sehe ich es nicht. So, Stellwerken. Geil, der Block ist wieder aufgelöst. Ja, geil, cool. Wahrscheinlich überhaupt einen Zug. Jetzt ist Nero wieder da. Ich bin in einer Sekunde wieder bei euch. Einen Moment. So, da. Ich bin wieder bei euch. Schauen wir mal. Ah, jetzt sehe ich auch wieder Nero. Ich probiere es jetzt mal automatisch. Also das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Wobei, jetzt nervt gerade SWDR. Hä? Was? The statue with me if this never has started me. Ah, oh, warte mal. Ich hab's irgendwie geschafft, dass der Start von Nero in einer anderen Szenerie ist. Und der hat mir jetzt gerade geschrieben mit hey, du hast da gerade einen Fahrplan gemacht, der in meiner Szenerie startet, aber der Typ ist bei dir. Was geht da ab? Ah, wie habe ich denn das geschafft? Oh Mann. Okay, so, Nero, du gehst es automatisch. 80. Das ist doch so verpeilt heute. Ah, das bin ich immer. So, generieren. Schauen wir mal. Was Schönes für Nero. Irgendwas, was nicht ach, mega lang ist. Mmh, 150 Kilometer. Das war jetzt genau eine Stunde. Ah ja, warum nicht?
Nein, du wirst die Nummer jetzt nicht ändern. Bleibst jetzt bei der Nummer. Auf die habe ich jetzt den Fahrplan ausgestellt. Und den hast du jetzt gerade bekommen. Was mit dem Kollegen von anderen Zeiten, der ist immer noch nicht auftaucht. Er hätte um 29, also um 29 muss er auftauchen. Von Lapano. Ich lasse die Vorstraße mal drin. 772113. Könnte ich vielleicht Nero schon mal früher wegschicken? Das wäre in 10 Minuten. Das wäre Rudnik. Ich frage mal kurz Rudnik an, ob ich den früher schicken kann. Rudnik. Can I send you? Hab ich tot? Ahead of time. Wie jetzt nein? Jetzt habe ich schon gefragt. Ich mach mir Essen. Er macht dir Essen bei der Fahrt. Was ist das so ein Herd bei dir drin? Also muss ich schon entscheiden, entweder Zug fahren oder halt essen, ne? Boah, da könnte man so richtig geil Weichen putzen hier. Boah, das war so fies. Ah, das kann ich hier nicht bringen. Ich habe noch 10 Minuten. Ja, die meisten Lokführer freuen sich doch, wenn sie früher wegfahren können. Nur du nicht. Oh, was ich noch nie ausprobiert habe, ist... Kann ich da eigentlich rauf auf die Dinger? Nö. Kann ich nicht. Schade. Ich stelle mich mal so hin. So. Ich sage mal gute Nacht und ich werde noch etwas TD2 üben. Oh, ist nicht allzu schwer. Ansonsten kommst du mal bei uns auf den Discord selber vorbei. Machst du ein paar Lernstunden oder machst einen Fahrtag mal mit. Und da können wir das im Hands-on mal zeigen. Moin Dominik. Ah, ich glaube, der eine kommt nicht mehr. Der ist einfach offline. Der war der letzte Zug. Und ich würde sagen, ja, bin ich ein anderer Lokführer. Ich würde sagen, sobald dann der Nero weg ist, dann ist auch Schluss für heute. Weil wahnsinnig mehr werden wir dann heute nicht mehr kriegen. Und fahren wird sich auch nicht wirklich rentieren. Was schreibt er da? Oh, Nero soll fahren. Ja, dann machen wir das. Jo, Rudnik, LN. Kannst du haben. Bitteschön. So, tschüss, Nero. Du hast Freifahrt. Weg ist er. Einmal abstempeln. Ich meine, theoretisch bin ich noch für eine halbe Stunde drin, also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will jetzt bei Bravuras Bahn und eine Runde fahren, dann bekommt ihr natürlich einen Fahrplan. Und das Bahn müsste in Kürze frei sein. Jetzt ist er frei. Jetzt können sie noch reinkommen. Ansonsten war das der letzte Zug. Oha, geht das jetzt mit zwei Loks? Nein, geht immer noch nicht. Nero macht da illegale Sachen. Ist immer noch wie vorher.
Ja, da. Hast du einen Daumen nach oben. Und guten Hunger bei der Fahrt, ne? Ich sollte vielleicht nicht auf dem Gleis stehen, wenn ich einen Spawn offen habe. Ich meine, hier sollte eh nichts spawnen, aber nur zur Sicherheit. Sonst gibt es dann wieder eine Fail-Compilation. Also Live-Chat. Möchte noch jemand fahren oder nicht? Gibt's Bescheid. Ja, der Typ aus Lapono, der taucht nicht auf. Das heißt, ich kann das eigentlich hier wieder zurücknehmen. So, und dann ist es auch hier wieder frei. Der Fahrplan ist zwar noch existent, also wenn er dann doch noch irgendwie auftauchen sollte, man könnte reinrauschen. Aber aus der Richtung kommt erstmal nichts mehr. Ja, da ist effektiv der letzte Zug. Ja, war ein spannendes Abenteuer heute. Also, die Nachbarfahrdienstleiter waren heute auf alle Fälle speziell. Hat mich mal ein bisschen gefordert. Aber ansonsten, ich hatte schon schlimmere Erlebnisse hier drin. Ich dachte schon, effektiv zu schnell. Aber Sobibor ist eine nette kleine Station. Immer mal schauen, ob ich das nächste Mal wieder mechanisch mache. Oder vielleicht SCS. Ich glaube, SCS wird immer wieder reizen, was ich mache. Mechanisch ist unglaublich fordernd. Und dann auch parallel an Livestream zu machen. Also ich habe schon ein bisschen Schiss, ein großes mechanisches Stellwerk in TD2 zu machen. Das auch nur zu streamen. Da bin ich dann schon dezent abgelenkt. Wenn ich mir dann die ganzen Fahrstraßen da ausrechnen muss, beziehungsweise einstellen muss, anscheinend das richtig ist. Also streamtechnisch ist irgendwie SPK, SCS ein bisschen eher geeignet. Zumindest wenn ich der Fahrdienstleiter bin. Na gut, liebe Leute. Ich würde sagen, für heute ist mal gewesen. Jetzt haben wir ja doch fast 3 Stunden, also es sind eigentlich 2 Stunden 40 Minuten, sagt zumindest OBS, unterwegs gewesen. In TD2 in Sobibor. Spaß hat's gemacht. Und hab eine Idee, sag ich dir dann. eventuell sehen wir uns morgen Abend wieder live. Simrail wird es vermutlich eher nicht werden. Wird vermutlich wieder TD2 werden. Simrail, da muss erstmal ein bisschen Content kommen, bevor ich dann in Simrail wieder meinen Spaß habe. Wobei, ich hätte eine Idee gehabt, dass ich mit einer EP oder einer EU mal ohne einen Stufenschalter da fahre. Dass wir halt nur mit dem Rad fahren. Das heißt, wir fahren bewusst langsam. Aber es wäre gemein. Jedenfalls, mal schauen, was und ob ich dann morgen Abend mache. Und wenn ihr wollt, schaltet wieder ein. Also, wird vermutlich, wenn dann, um die 8 wieder on air sein. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht. Ich fühle euch lieb geknuddelt. Und bis bald. Bleibt gesund. Das war's. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.